Hallo, und wie versprochen befinden wir uns wieder in Hearthstone und halten uns mal wieder an den Upload-Plan. Ich bin zwar immer noch leicht erkältet, aber ich wollte nicht mehr nur Minecraft Leben bringen und wollte den neuen Zuschauern auch zeigen, was auf meinem Kanal es noch gibt. Ja, und passend zum Start von Hearthstone habe ich auch 700 Gold zusammen, also zum Start von wieder Hearthstone nach der langen Pause. Und mit diesen 700 Gold werde ich mir jetzt das letzte Viertel Naxxramas freischalten, was ich ja schon sehr, sehr lange vorhatte. Ja, Dankeschön. Autorisierung. Und dann gleich. Yes! Da 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 da. Nur zwei Gegner. Okay, das wird interessant. Saphiron. Erinnert mich ein bisschen an Saphirion. Egal. Der im Untod gebundene Saphiron bewacht die Spitze der Nekropole bis in alle Ewigkeit. Vernichtet alle feindlichen Diener, die nicht eingefroren sind. Holy. Und das kostet null. Ich habe mein Todesröcheln-Deck nicht mehr, oder? Nope, habe ich nicht. Ich glaube, dann wähle ich den Magier. Ich glaube, Magier wäre da die richtige Wahl, weil Magier kämpft weniger mit Dienern. Anders als die anderen Helden. Naja, Schurke wird auch noch gehen. Ja, okay, da stand alle Diener. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass er auch seine eigenen Diener tötet, oder? Sollte. What? Dauerhaft eingefroren, benachbarte Dinger. Diener sind. Ja, okay, so ist es natürlich was komplett anderes. Ich wusste nicht, dass wir einen Diener bekommen, der uns sozusagen rettet vor Frostatem. Ich würde dann sagen, ich rufe den Zauberlehrling. Und sollte ich schon. Ach nee. Erst in der nächsten Runde, denke ich mal. Ja. Jetzt ist die halt vor Frostatem geschützt. Das ist natürlich praktisch. Ah ja, okay. Jetzt hat er natürlich ganz viele Todesröchel-Diener. Ich weiß halt nicht, ob er seine Heldenfähigkeit immer zum Anfang einsetzt. Weil falls der halt schlau ist, greift er zuerst an und setzt dann seine Fähigkeit ein. Falls nicht, setzt er die Fähigkeit einfach so ein. Und ich bin gerade in Versuchung zu riskieren, dass er es direkt am Anfang einsetzt und er stirbt, ohne meinen zu töten. Kann natürlich auch ein Fehler sein. Und ich glaube, ich werde schon so langsam mit den Frostblitzen anfangen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich somit verhindere, dass er sich eine Waffe anrüstet. Ja, okay. Der setzt es. Ach, alle feindlichen Diener. Okay, lesen muss gelernt sein. Aber er greift mich dennoch direkt an. Okay. Warum auch nicht? Also ich würde sagen, Frostblitz auf ihn hier. Jetzt drei Schaden verursachen und hoffen, dass zwei. Ah, schade. Dann werden wir ihn wohl einfrieren müssen, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, wir müssen ihn einfrieren. Einen Schaden und direkt angreifen. So. Versteckt euch nicht immer hinter diesem Eisblock!
Doch, tue ich. Mist. Okay, der mechanische Drachling wird sterben. Das ist das Doofe. Ah. Ich glaube, Ansturm wäre hier eigentlich eine bessere Art und Weise zu spielen und ich glaube, das werde ich dann auch machen. Also falls wir das jetzt nicht schaffen, dass ich dann ein Ansturmdeck zusammenstelle mit meinem Jäger. Oh, ich glaube, Arcana-Explosion ist jetzt von... Nee, nee, das um diesen Schatten wegzukriegen. Der wird zu gefährlich, aber dann kann ich den hier nicht mehr rufen. Das kostet auch viel zu viel, Blizzard. Also 4 Mana hätten gereicht. 6 Mana ist schon ziemlich hohe Kosten für so eine Karte. Naja, was soll's. Es friert zwar die Diener auch ein, aber... Dennoch finde ich es viel zu teuer. Das ist mal ein tolles Todesröcheln. Und natürlich hat er die Karte zweimal. Warum auch nicht? Würde dann sagen, so. Und direkt angreifen. Ich glaube, direkt angreifen ist hier das Richtige. Okay, das war jetzt natürlich clever von ihm gemacht. Aber ich kann jetzt erstens meinen Zauberlehrling rufen. Danach Arcana Explosion. Ja, okay, die Spotter sind direkt weg. Also bringen tun sie mir gar nichts. Oder? Nee, die würden höchstens irgendwen von denen hier töten, weil der setzt es immer ein und da hilft Spott nix, um meine Diener zu schützen. Leider, leider. Ich dachte wirklich, da stand alle Diener. Deswegen. Jetzt hat er selber Blizzard eingesetzt. Naja, jetzt hat er wenigstens kaum Mana für die Runde. Und natürlich ziehe ich wieder diese Karte. Oh. Dat. Und dat. So, jetzt ist sein Feld aufgeräumt. Er hat nur drei Karten auf der Hand. Aber wir auch. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich würde dann sagen, scharf und ping. Direkt angreifen. Und fertig. So, mit etwas Glück kann es was werden. Ja, wir haben gewonnen. So, Saphiron, dein Stündlein hat geschlagen. Und wir haben es geschafft. Yay! Endlich haben wir mal diese Karte bekommen. Ich will die schon sau lange, weil die ist sau cool. Vor allem beim Paladin. Beim Paladin kann sie richtig cool werden, weil das hier plus Segen der Könige und dann hast du ziemlich schnell Feldkontrolle erreicht. Und ich habe die Frostnova in Gold bekommen, weil ich ein Level aufgestiegen bin. Yay! Und dann der nächsten Runde. Kel'Thuzad.
Der letzte Kampf. Achtung, Kel'Thuzad spielt nicht fair. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu und friert ihn ein. Aber das erste im nächsten Part. Und damit auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.